So, wie kriegt man offene Strukturen, wie kriegt man mobile Lernstrukturen, wie bekommt man überhaupt was Neues an einen Schulträger heran? Ich bin hier in Köln auf dem OER-Camp und habe hier 4 Menschen um mich herum, die da kompetent Auskunft geben können. Ganz kurze Vorstellungsrunde mit Namen und vielleicht 3 Hashtags. Jochen Ortling, Amt für Informationsverarbeitung, OER-Standards, OER-Systeme. Ulrike Heuer, Amt für Schulentwicklung, Schulleitung, Bildungspolitik und Schulverwaltung. Dieter Kruse, Amt für Informationsverarbeitung, Schul-IT, Mobile im weitesten Sinne und neugierig. André Spang, Lehrer an der Kaiser-Augusta-Schule, Musik, OER Köln und Fahrradfahren. Ja, und ich bin Thorsten Labig, Lehrer Frankfurt am Main, neugierig. Ich gehe zu einer Amtsleitung und sage, ich habe tolle Ideen, ich möchte Open Educational Resources in meiner Schule anbringen. Und wie reagiert die Amtsleitung vermutlich? Ja, so eine klassische Reaktion wäre sicherlich die Frage, bin ich dafür zuständig? Aber es gibt auch viele andere Varianten, die dann einfach danach fragt, was ist die Verantwortlichkeit, was bringt es einer Kommune, wo sehe ich einen Vorteil für alle? Und Neugier ist Voraussetzung, da werden alle unterschiedlich reagieren. Gut, dann stelle ich mir vor, ich komme jetzt zu einer Amtsleitung, die sagt, machen Sie doch mal. Und dann sage ich, okay, wer hilft mir? Die Technik, die Internetleute. Was sagen die Internetleute, wenn ich komme und sage, ich möchte offene Strukturen, für jeden zugänglich, für jeden gestaltbar, bastelt mir da mal was. Alles möglich mit der notwendigen Unterstützung. Wenn man zusammenarbeitet, ist alles da, um dies zu realisieren. Das Glück, dass dies gegeben war, hatten wir in Köln und deswegen konnten wir es umsetzen. Aber das Ganze geht ja über Köln hinaus. Es gibt da offensichtlich Strukturen, die in ein größeres Ganzes das einbetten können, was hier in Köln passiert. Wie sehen die aus? Also aus unserem Blickwinkel haben wir erstmal regionale Strukturen und unser Blick geht in die sogenannte ABCD-Region. Das ist Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln. Und die Intention, die dahinter steckt, ist, dass das so aufwendig für jeden Einzelnen ist, dass es vielleicht sogar verhindert, dass man es umsetzen kann. Und wenn wir es gemeinsam machen und die Dinge teilen, dann haben wir alle was davon und können vielleicht auch mehr realisieren. Man fängt als Einzelkämpfer an. Ist es für einen Einzelnen wirklich zu viel, sowas zu initiieren? Man braucht natürlich Vernetzung, Unterstützung, Rückhalt von Kollegen. Allerdings sind die natürlich rar gesät. Vielleicht sind die auch gar nicht vor Ort, sondern verteilt, wo man sich dann auch beraten kann. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also alleine kann man es nicht stemmen. Und man braucht einen langen Atem, habe ich heute Morgen gerade getwittert. Also man muss nicht denken, wenn man jetzt so die Schule ein bisschen auf den Kopf stellt, dass dann alle direkt Hurra schreien. Da muss man auch in Kauf nehmen, dass es mal langsamer geht und dann aber immer dranbleiben. Ja. Technik ist ja schon was Schönes und ich weiß, dir macht es auch Spaß, mit der Technik zu arbeiten. Gibt es bei dir auch irgendwelche didaktischen Hintergründe, die dann vielleicht auch zur Überzeugungsarbeit herangezogen werden können? Denn wir haben vorhin in der Session gehört, für Didaktik sind die Lehrer zuständig. Sind sie das? Können sie das liefern? Kannst du das liefern? Also ich finde, die Didaktik ist bei der ganzen Geschichte der wesentliche Punkt. Und die Didaktik ist auch genau das, was wir heute verändern müssen im digitalen Zeitalter. Die Technik, die ist natürlich nicht wegzudenken, die gehört dazu, die müssen wir einsetzen, aber die Technik ist eigentlich ja nur, wie wir sagen, ein Hilfsmittel, Vehikel, was weiß ich, wie die in 10 Jahren aussieht. Und um es auf den Punkt zu bringen, haben wir ja vorhin auch in der Session gehabt, die Schüler einfach dazu zu bringen, dass sie die Sachen selber in die Hand nehmen und mit den Möglichkeiten, die ihnen die Technik bietet, Inhalte erstellen und zusammen in Teams arbeiten. Und das ist wirklich der harte Brocken, weil die ja auch aus so einer Tradition kommen, in der sie verhaftet sind und erstmal komplett umdenken müssen. Also dann so selbstständig, vernetzt zu arbeiten, sich Informationen suchen. Wie kompliziert ist das mit der rechtlichen Seite, die zu bearbeiten ist, wenn man mobiles Lernen, freie Bildungsressourcen in einen Schulträger, in eine ganze Schulstruktur, die Köln ja hat, integrieren möchte?
Also es muss natürlich gesichert sein, dass nicht tolerable Materialien gelöscht werden können. Datenschutz spielt eine große Rolle und auch eine Selbstverpflichtung an den einzelnen Schulen, wo eben die rechtliche Sicherheit für Eltern und Schüler auch ist, dass man in ein klar verantwortetes System dann auch eingebettet ist. Es kommt jemand zu dir und sagt, Datenschutz ist mir wichtig. Was fragst du den dann? Ja, würde ich ihm erstmal zustimmen. Datenschutz ist wichtig und je nach Fall oder System müsste man dann eben gehen, welche Daten sind betroffen, welcher Schutzstufe unterliegen sie. Wie vorhin schon angesprochen, technische Möglichkeiten sind vorhanden, man muss sich koordinieren, absprechen und dann die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ja, das soll als kurze Übersicht darüber reichen, wie man den Schulträger angehen kann. Mein Eindruck war, den Schulträger kriegt man am einfachsten, indem man als einzelne Person anfängt, Erfahrungen sammelt, diese auch kommuniziert, dadurch vielleicht auch eine gewisse Öffentlichkeit hinbekommt und dann zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Personen, das richtige Team trifft, die einen dabei unterstützen. Und vielen Dank für das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal.